Ich wollte nochmal ein Drogerie- und Einkaufshaul zeigen, wie ich mich fertig mache. Geschminkt habe ich mich schon, auch vor der Kamera. Ja, zu meiner Schminke oder zu meinen Zeugs ist noch etwas dazugekommen. Das war diese Himbeerdusche. Die passte nämlich ganz gut zu etwas, was ich mir aus dem Supermarkt geholt habe, was ihr wahrscheinlich auch mal sehen wollt. Ja, neu hatte ich auch dieses Shampoo, Pearl Extract Shampoo von Gliss Kur, weil ich kann nicht immer nur dieses Jean Frieda nehmen. Ich nehme ab und zu was dazwischen oder etwas dazu. Also wie ich mich geduscht habe, was auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön war. Da habe ich mich geduscht und zwar mit diesem Aloe Vera Dusch. Ja, und dazu habe ich dann halt einfach noch diese Feuchtigkeitsmaske benutzt. Eine ist schon leer, ganz toll. Für das nächste Mal habe ich dann diese Honigdusche. Oder auch für meine Süßigkeiten Nächte. Diese süße Auszeit, die ist auch sehr, sehr schön. Ja, ganz toll. Als meine Standardempfehlung habe ich Jean Frieda Wunderreparatur Shampoo. Das ist immer sehr, sehr gut, aber man kann natürlich auch mal was anderes dazu nehmen. Wo ich etwas sagen könnte, was nicht so gut ist, ist dieses Jo & Len Shampoo. Ich vermute, dass das ein bisschen die Haare zieht. Dann habe ich von DM eine kleine Limited Edition Sunnyside Duschpeeling. Das ist so ein Salzpeeling, soll nach Meer und Sonne duften. Das ist bestimmt auch sehr, sehr schön. Was ich auch neu habe zum Abspülen, weil ich mal was Neues versuchen wollte, war dieses Lovely Rose Waschgel. Dann habe ich von Schönheitsgeheimnisse noch einmal neu diese schöne Granatapfeldusche und diese auch von CD. Die ist nämlich auch ganz klasse, so gerade für morgens. Dann habe ich ein Papaya Duschpeeling, auch sehr zu empfehlen. Und mein Lieblings-Man-Dusch. Für Männer diese Superman, das war sensitiv, aber von dem fand ich, hat das am besten gerochen eigentlich. Deswegen habe ich das so genommen. Zum Rasieren nehme ich dieses Hey Andre, diesen Super Rasierer. Der ist wirklich, ja, ganz toll. Dann habe ich noch etwas zum Trinken gekauft. Und zwar habe ich mir geholt, schön zum Feiern, so von Lidl ein Captain Cook Spiced Rum. Das fand ich gerade für ja, mich ganz interessant. Denn wir hatten ja schon mal die Story als Pirat. Dann habe ich noch, was mir gut schmeckt, dieses Perlenbacher Radler von Lidl. Das ist ganz super. Dann habe ich noch Hakebeck Pils. Das ist auch klasse. Eine Flasche Cola habe ich mir noch geholt. Dann habe ich mir geholt Raffaellos mit Himbeere. Die mochte ich auch gerne. Dann fand ich gut diesen Grüntee. Den, ja, fand ich auch super. Da ich so ein bisschen Probleme hatte mit allem, habe ich mir Pflaumen geholt oder Zuckerpflaumen. Keine Ahnung, wie das jetzt im Moment heißt. Ja, jedenfalls fand ich die schön, wenn auch der Anruf von meiner Mutter, sage ich mal, nicht schön war. Ja,
Dann habe ich mir noch Kaffee geholt und zwar diesen Bellarom Kaffee, den mache ich mir selber mit heißem Wasser und Milch. Und geholt habe ich mir noch Candies und zwar diese Lollipop Candies, die fand ich ganz, ganz gut. Ich mag ja Italien ganz gerne oder so, ne? Da habe ich mir von Lidl, gab es eine Special Edition sogar von Segafredo, dieses Dessert geholt. Allerdings ist dort wenig Crumble. Irgendwie ist da viel, aber es schmeckt, ich habe schon eins gegessen, es schmeckt sehr, sehr gut. Dann habe ich mir noch Frit geholt. Das sind solche Kaubonbons. Die mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Und was ich auch noch gerne hatte, waren Milkshakes. Da habe ich mir einen Müller Milkshake Sunnyside geholt mit Erdbeere. Ich muss aber ehrlich sagen, der ist nicht so wirklich süß. Der schmeckt sahnig, aber leicht fruchtig und wenig süß, würde ich mal sehr negativ bewerten. Obwohl das Packaging schön ist und die Idee auch klasse, aber die Bezeichnung und so, das Outfit und der Text, aber was da drin ist, nicht so toll, mal ehrlich gesagt. Ja, sonst habe ich mir kaum etwas Neues geholt. Ich hoffe, das Video war jetzt auch nicht wieder zu lange. Dann wünsche ich euch noch auch einen schönen Einkauf und viel Spaß beim Versuchen. Ja. Tschüss.